So ein Satz, der kann total aufregend und irgendwie cool sein, der kann aber auch ganz schnell dafür sorgen, dass man sich super unwohl fühlt und nicht richtig weiß, wie man darauf reagieren kann. Genau dieser Satz, je nachdem, in welchem Zusammenhang der fällt, kann es sich dabei auch um eine Straftat handeln, nämlich dann, wenn es Cybergrooming ist. Was Cybergrooming genau ist, was du darüber wissen musst und wie du dich auch dagegen wehren kannst, genau darüber sprechen wir heute in diesem Video. Wer Social Media nutzt, mal was auf eBay Kleinanzeigen oder Vinted verkauft hat, auf irgendwelchen Foren unterwegs ist oder mal Spiele spielt, in denen man auch chatten kann, hat das wahrscheinlich schon mal erlebt oder zumindest davon gehört. Hier kann es vorkommen, dass dich Erwachsene anschreiben und dich irgendwie zu einem Treffen oder zum Versenden von intimen Bildern überreden wollen. Und genau das kann Cybergrooming sein. Und genau davon hat doch wirklich jeder schon mal irgendwie gehört. So richtiges Wissen dazu gibt es aber viel zu wenig. Genau das will ich heute ändern und ich kann mir keinen besseren Interviewpartner als Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger vorstellen. Ja, lieber Thomas, super schön, dass du hier bist. Vielleicht kannst du dich kurz selbst vorstellen. Wer bist du, was machst du und warum kennst du dich so gut mit Cybergrooming aus? Mein Name ist Thomas Gabriel Rüdiger. Ich bin Professor an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, leite dort das Institut für Cyberkriminologie und ich beschäftige mich eigentlich schon seit mehr als 10 Jahren mit digitalen Risiken für Kinder und auch Fragen der digitalen Polizeiarbeit. Und ich habe tatsächlich meine Doktorarbeit in Jura zu Cybergrooming verfasst, also wie Sexualtäter oder und Sexualtäterinnen über digitale Mechanismen an Kinder herantreten können. Schick doch mal ein paar sexy Bilder, lass mal treffen. Es ist doch gar nicht so leicht zu erkennen, ob das ein Flirtversuch ist oder ob mir das gerade gefährlich werden kann. Kannst du mal erklären, was Cybergrooming eigentlich ist und woran man das erkennen kann? Die Frage kann man einerseits einfach beantworten und dann ist es ein bisschen komplizierter. Das, was man einfach beantworten kann, was ist eigentlich Cybergrooming? Juristisch gesehen kann man unter Cybergrooming verstehen, wenn ein Täter oder eine Täterin über digitale Mechanismen auf ein Kind einwirken, mit der Vorstellung, durch dieses Einwirken einen sexuellen Kindesmissbrauch oder sexuelle Handlungen durch das Kind zu ermöglichen und zu erreichen. Praktisch gesagt bedeutet es, ein Täter oder eine Täterin nimmt über das Internet Kontakt zu Kindern auf, spielt zum Beispiel Online-Spiele mit ihnen, schreibt mit ihnen, versucht in irgendeiner Form ein Verhältnis zu dem Kind aufzubauen. Und er macht das aber nur, weil er sich vorstellt, dadurch kann er Bilder oder Videos, Nacktbilder oder Videos von dem Kind erhalten oder zum Beispiel das Kind zu einem Treffen bringen, wo es dann zu schweren sexuellen Handlungen kommen kann. Das ist eigentlich Cybergrooming. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das erkennen? Zunächst, Cybergrooming ist nur strafbar bei Kindern bis 14 Jahren. Ich halte das für einen Fehler. Ich setze mich auch dafür ein, dass auch Jugendliche vom Strafrechtsschutz hier erfasst werden. Es ist aber nicht so. Und das Interessante dabei, auch juristisch gesehen, ist, dass Cybergrooming es nicht darauf ankommt, dass ein Kind versteht, was hier passiert. Also wenn ein Täter sich zum Beispiel als gleichaltrig ausgibt oder eine Täterin und mit dem Kind zusammen spielt, und das Kind gar nicht versteht, dass es hier mit einem Älteren, mit einer Älteren oder mit irgendeinem Sexualdelikt konfrontiert wird, dann kann es trotzdem schon strafbar sein, weil der Täter nämlich in der Vorstellung handelt, dass er dadurch zum Beispiel die WhatsApp oder die Handynummer kriegt, um mit per WhatsApp dann Bilder auszutauschen. Und deswegen ist es gar nicht so leicht zu erkennen, weil nämlich das, was man beschreibt, bedeutet immer nur, dass ein Kind das irgendwie verstanden hat. Aber das ist nur ein kleiner Anteil, weil sehr viel häufiger schon vorher strafrechtlich relevante Cybergrooming-Sachverhalten stattfinden. Und wie kann man sowas erkennen? Der Klassiker bei sowas ist eigentlich, hi, hi, wie alt bist du? Sag mal, hast du WhatsApp? Hast du früher auf Skype? Heute nicht mehr ganz, aber früher auf Skype, ICQ, was weiß ich, alle möglichen Messenger, Kick. Und lass uns mal dort Kontakt aufnehmen. Oder hast du, wie du schon sagst, sexy Bilder, sexy Nachrichten. Aber man muss sagen, es ist trotzdem, also man kann es von außen auch nicht immer erkennen. Ja, es ist im Prinzip ja auch ein Prozess, der etwas länger und etwas strategischer ist. Und da kann es dann halt tatsächlich auch passieren, dass man das von außen nicht so erkennt. Aber sobald es darum geht, dass jemand sexuelle Komponenten bei einer Kommunikation mit einem Kind einbaut, dann hat man auf jeden Fall auch schon von außen ein strafbares Cybergrooming oder zumindest den Verdacht dazu. Okay, ich merke schon, es ist eigentlich richtig schwer, Cybergrooming zu erkennen, weil ich kann ja nie wissen, mit wem ich gerade chatte und ich kann ja auch nicht wissen, was im Kopf von der Person geht, die sich vielleicht gerade bei mir einschleimen will, um dann irgendwann später nach Bildern zu fragen. Aber eine Sache habe ich mir jetzt auf jeden Fall gemerkt, wenn die Person relativ schnell auf einen anderen Messenger wechseln will, könnte das ein Hinweis sein und wenn natürlich dann die Frage nach Bildern oder Videos kommt, ist eh klar, hier wird's gefährlich. Jetzt muss ich sagen, wenn ich an Cybergrooming denke, dann denke ich echt an irgendeinen alten Mann, der irgendwo zu Hause sitzt und mir da schreibt oder jungen Menschen da schreibt. Ist es denn wirklich so? Sind es immer ältere Männer, die Cybergrooming betreiben?
Da sprichst du eine interessante Problematik an. Tatsächlich ist es so, dass vor 20 Jahren, etwa 2003, als der Tatbestand in Deutschland eingeführt wurde, der Straftatbestand dazu, da ist man davon ausgegangen, das sind Sexualtäter, Ältere, die in Chatrooms sind, um zu versuchen, sich mit Kindern zu verabreden, wo es dann zu sexueller Gewalt an dem Kind kommen kann. Mittlerweile müssen wir aber klar sagen, dass wir einen massiv großen Anteil an minderjährigen Tatverdächtigen bei Cyberbullying haben, dass insgesamt die Altersstufe sich wirklich verjüngt hat. Heute gibt es zwar noch den alten Täter oder Täterin, so wie man sich das vorstellt, aber insgesamt haben wir eine Verjüngungstendenz. Das ist übrigens auch ähnlich zu dem Bereich der sogenannten kinderpornografischen Inhalte, wo wir letztes Jahr erstmalig eine Mehrheit an minderjährigen Tatverdächtigen in der polizeilichen Kriminalstatistik festgestellt haben. Und der Bereich bei Cybergrooming ist etwa bei 40% der Tatverdächtigen anzubinden, die minderjährig sind. Man muss dabei aber eins berücksichtigen. Wenn ein 14-jähriger Junge eine 13-jährige Freundin hat und der 14-jährige Junge schreibt seine 13-jährige Freundin an und bittet sie zum Beispiel um Nacktbilder, also beträgt Sexting, dann kann das juristisch gesehen schon je nach Konstellation Cybergrooming darstellen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt das, was man sich darunter vorstellt. Und daher glaube ich, dass viele von diesen minderjährigen Tatverdächtigen auch eher in diese Struktur reingehören, dass sie also selber eigentlich Sexting-Prozesse gleichberechtigt vielleicht sogar mit Kindern, also mit ihrer Freundin oder mit ihrem Freund betreiben und dadurch aber trotzdem strafbar sind. Hier gibt es durchaus auch Diskussionen, ob das eigentlich die Strafbarkeit dort greifen sollte oder nicht. Okay, krass, das hatte ich ja mal überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sich dabei auch um jüngere Leute handeln kann. Das heißt, man kann Cybergroomer ja gar nicht daran erkennen, dass die irgendwie anders schreiben wie junge Leute oder nicht richtig wissen, welche Emojis man einsetzt, weil es teilweise einfach junge Leute sind. Also tatsächlich ist das der Punkt. Man kann im Prinzip nach außen das gar nicht erkennen. Und es ist auch so, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, das ist jetzt ja, der schreibt jetzt hier erwachsen und dann ist das kein Problem. Wie wir schon gesagt haben, es gibt mittlerweile auch Peergewalt. Also es gibt auch einen 16-Jährigen, der tatsächlich ohne irgendein Beziehungsverhältnis oder so 12-Jährige entsprechend anschreibt, 11-Jährige unter Druck setzt, um an Nacktbilder oder Nacktvideos oder etwas Ähnliches heranzukommen. Wir müssen uns klar sein, dass tatsächlich dieses Vorstellungsbild eines alten, erwachsenen Tatverdächtigen nicht mehr alleine gültig ist, sondern wir haben ja ein breit gefächertes Phänomen über alle Altersstufen hinweg. Man muss aber sagen, dass die Herangehensweisen, um dem zu begegnen, halt unterschiedlich sind. Bei einem Erwachsenen bin ich der Meinung, müssen wir viel mehr mit Strafrecht, müssen wir viel mehr mit Strafverfolgung kommen. Bei jungen Tätern und Täterinnen müssen wir viel eher über Medienkompetenz kommen. Das heißt, die Vermittlung, was dort überhaupt erlaubt ist und was nicht, damit sie nicht im Prinzip sich unnötig strafbar machen, weil sie gar nicht wissen, wenn vielleicht Sexting-Prozesse eigentlich strafbar sind. Und von dem Sprachniveau her, ob man das daran erkennt, das wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln. Mittlerweile ist es so, dass sehr viele Täter und Täterinnen eigentlich auch sehr gut dieses Sprachniveau von Kindern und Jugendlichen beherrschen. Die verfolgen auch, wie kommuniziert wird. Es gibt sicherlich welche, wie man so erkennen kann, aber so von außen ist einfach zu erkennen, ist schwierig. Das sind wirklich immer die Eckpunkte, wenn in irgendeiner Form eine sexuelle Kommunikation zu einem Kind geführt wird, besteht erstmal der Verdacht einer Strafbarkeit oder kann der Verdacht einer Strafbarkeit bestehen. Jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass es 2022, also im letzten Jahr, unter 4000 Anzeigen wegen Cybergrooming gab. Klar, 4000 ist eine große Zahl und ich wünschte, es müsste gar keine Anzeige deswegen geben, weil es gar nicht vorkommt. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, 4000, wenn man sich überlegt, wie viele junge Menschen täglich online sind, ist es doch ganz schön wenig. Ist Cybergrooming also ein Phänomen, das eigentlich eher selten vorkommt? Das ist tatsächlich auch eine sehr interessante Geschichte, die ich schon auch länger eigentlich verfolge. Wir haben so alle zwei Jahre fast in der PKS, alle zwei, drei Jahre in der polizeilichen Kriminalstatistik eine Verdoppelung der Strafanzeigen im Zusammenhang mit Cybergrooming. Und mittlerweile sind wir bei etwa 3.500 Strafanzeigen. Man muss aber dazu wissen, tatsächlich, dass die Aufklärungsquote sehr hoch ist. Also wenn die angezeigt werden, dann kann man sie auch überführen. Aber kriminologisch gesehen gibt es hier ein Problem. Wenn wir sehr wenig Anzeigen haben, aber eine hohe Aufklärungsquote, aber tatsächlich ein sehr hohes sogenanntes Dunkelfeld passiert, also was wirklich passiert, dann deutet es darauf hin, dass die Täter oder Täterinnen eine geringe Angst vor Strafverfolgung haben, weswegen nämlich die Überführbarkeit dieser Täter und Täterinnen relativ einfach ist. Und wenn man sich jetzt also die Dunkelfeldstudien so anschaut,
muss man zunächst zur Einordnung wissen, dass man ein Problem bei den Definitionen hat. Denn Cybergrooming, so wie ich das definiert habe, das ist auch nicht allgemeingültig, weil es gibt auch sozialwissenschaftliche Betrachtungen, die definieren Cybergrooming eigentlich relativ weit weg von dem juristischen Tatbestand. Ich orientiere mich am juristischen Tatbestand. Beispielsweise ist es so, dass im juristischen nur Kinder bis 14 betroffen sind. Es gibt keine Einschränkung darauf, ob der Täter sich mit dem Kind treffen will oder nicht. Oder die Täterin, und es gibt auch keine Einschränkung darauf, ob das jetzt ein Erwachsener oder ein Minderjähriger ist. Sozialwissenschaftler legen das meistens eher so aus, dass ein häufig Erwachsener, Tatverdächtiger oder Tatverdächtigerin mit einem Kind Kontakt aufnimmt, um sich mit ihm zu treffen, aber auch Jugendliche werden mit erfasst. Das bedeutet, dass in den Dunkelfeldstudien sehr viel zusammengemischt ist. Trotzdem, wenn man sich die Dunkelfeldstudien so anschaut, kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dass in etwa 25% der Minderjährigen von entsprechenden Kontaktanbahnungen berichten können. Es gibt gerade eine Studie der LFM NRW, die hat in den letzten 2 Jahren junge Menschen befragt. Eigentlich erschütternde Ergebnisse, wenn man das ehrlich sagt. Da war das noch so, dass 2021 bei den 8- bis 9-Jährigen nur etwa 8% von einem Kontaktversuch durch Erwachsene über die sozialen Medien und einem Treffversuch berichteten. Im letzten Jahr waren es dann 20%, also jedes fünfte Kind von 8 bis 9 Jahren und insgesamt etwa 25% aller Minderjährigen. Dabei muss man nochmal bedenken, die haben explizit nach Erwachsenen gefragt, aber es sind auch viele Minderjährige. Das heißt, man hat hier nochmal eine Erhöhung und das war auch nur bezogen auf ein Jahr. Wenn man jetzt ehrlich ist und sich überlegt, wie viele Kinder im Netz unterwegs sind, also das sind ja Millionen, und wenn wir dann über 25% reden, 20%, selbst nur 10%, die sowas erleben, vielleicht in einem Jahr, dann haben wir immense Zahlen. Da sind tatsächlich 3.500 Anzeigen gar nichts gegen. Und genau das deutet darauf hin, dass die Täter insgesamt nur ein geringes Risiko eingehen, wenn sie sowas machen, weil sie werden halt offenbar auch nur sehr gering angezeigt. Okay, das heißt für mich jetzt eigentlich, dass die Anzahl der Anzeigen ja gar nichts darüber aussagt, wie oft es tatsächlich vorkommt, weil viele sich vielleicht nicht trauen, es anzuzeigen oder auch nicht wissen, dass man es anzeigen kann oder vielleicht gar nicht bemerkt haben, dass ihnen gerade Cybergrooming widerfahren ist. Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin 13, ich habe in irgendeinem Spiel irgendeinen Typen kennengelernt, ich schreibe mit dem, vielleicht auch seit einer Weile in WhatsApp. Der ist über 18 und macht jetzt langsam deutlich, dass er eigentlich mal Nacktbilder von mir haben möchte. Das ist ja jetzt Cybergrooming. Was soll ich jetzt machen? Im Bestfall sprichst du erstmal mit deinen Eltern und versuchst verantwortungsvoll mit ihnen zu besprechen. Und im Bestfall ist es so, dass deine Eltern dich auf diese Situation schon vorbereitet haben, indem sie nämlich, als sie dir ein Smartphone gegeben haben oder eine Spielekonsole überlassen haben, darüber gesprochen haben, dass es im Netz tatsächlich Täter und Täterinnen gibt, die Nacktbilder von dir wollen. Und wenn das nicht passiert ist, weil die Eltern meinen, ich möchte mit meinem Kind nicht drüber reden, das ist mir zu jung dazu, ja, dann wäre es auch vielleicht zu jung für ein Smartphone schon gewesen. Aber in diesem Fall gehen wir mal von aus, das ist vielleicht passiert, dann gehst du zu deinen Eltern und besprichst das mit ihnen. Ganz wichtig ist, nicht mit dem Täter danach irgendwie jetzt noch kommunizieren, dass die Eltern dann schreiben, was soll das hier, wer bist du für einen Typ oder so, oder für eine Frau, wieso machst du das, sondern ganz ruhig reagieren, ein Screenshot von der Kommunikation anfertigen, da sollte ein Datum und die Uhrzeit mit dabei sein. Hier gibt es noch etwas ganz Wichtiges zu beachten, sollte es schon passiert sein, dass du Nacktbilder gesendet hast und du bist unter 14 Jahren, dann sind das sogenannte Kinder oder können das kinderpornografische Inhalte sein. Davon darf man nicht einfach einen Screenshot machen. Das muss in Rücksprache dann mit der Polizei passieren. Aber wenn es keine Bilder gab, von dem Chat einen Screenshot machen, damit zur Polizei gehen oder zu den Internetwachen und das dann zur Anzeige bringen. Das ist eine Variante natürlich. Eine andere ist auch, dass du immer Kontakt aufnehmen kannst mit Plattformen wie YouPorn zum Beispiel oder dem Weißen Ring, die also mit dir auch zur Seite oder diese zur Seite stehen können, wenn du zum Beispiel denkst, meine Eltern, ob ich mit denen darüber reden kann. Ich möchte aber hier nochmal eine Lanze dafür brechen, dass man eine Anzeige macht. Und ich will auch mal sagen, warum. Bei Cybergrooming ist das so, dass nicht selten sogenannte hypersexualisierte Täter und Täterinnen, also das sind welche, die es vornehmlich auf die Bilder und Videos von Kindern abgesehen haben, dass diese Täter und Täterinnen teilweise dreistellige Opferzahlen haben. Und von diesen dreistelligen Opferzahlen, das erlebt man immer wieder, ist vielleicht nur ein einziges Kind bereit, eine Anzeige zu machen. Das Problem dahinter ist aber, wenn nur die Polizei und die Sicherheitsbehörden sind in der Lage, das aufzurollen und die anderen Opfer dadurch auch zu retten.
Das heißt, wenn man es zur Anzeige bringt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch aus meiner Erfahrung, dass man dann auch anderen Kindern helfen kann, die eventuell nicht den Mut gefunden haben oder aus Angst nicht gehandelt haben, das zur Anzeige zu bringen. Und deswegen sollte man tatsächlich dann hier über Anzeigen nachdenken, weil, wie gesagt, die Erfahrung zeigt, diese Täter haben sehr viele Opfer und nur sehr wenig bringen das dann zur Anzeige. Wenn mir sowas passiert, das Ganze anzuzeigen, ist also extrem wichtig. Aber irgendwie habe ich so vielleicht ein bisschen Respekt davor, da echt zur Polizei zu gehen. Kannst du mir denn erzählen, was wirklich passieren würde, wenn ich eine Anzeige bei der Polizei machen will? Also im Bestfall triffst du natürlich auf empathische Polizisten und Polizistinnen, die sich mit diesem Phänomen auch auskennen und wissen, wie sie vorzugehen haben. Und wenn du jetzt also zu einer Polizeiwache gehst, dann werden sie dich befragen, werden von dir die wichtigen Informationen rausholen. Wenn du im Bestfall auch Chat zum Beispiel gesichert hast, so wie es beschrieben wurde, kannst du das vorlegen. Die Polizisten können daraus dann die sogenannten Tatbestandsmerkmale herauslesen, können erkennen, was ist. Und können sich dann darauf vorbereiten, möglichst schnell eventuell diesen Täter auch ausfindig zu machen. Und die Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, recht hoch, weil wir eine Aufklärungsquote haben, die fast an den 90% dran reicht. Und normalerweise diese Täter und Täterinnen Handynummern herausgeben, ihr Gesicht teilweise auch zeigen in den Kommunikation oder insgesamt in den sozialen Medien Informationen da lassen. Und dann wirst du irgendwann Post kriegen, wirst nochmal vielleicht als Zeugin oder Zeuge geladen. Aber im Bestfall schützt du damit auch andere Kinder und man kann anderen Kindern helfen, die eventuell in solche Abhängigkeitsverhältnisse bei diesen Cybergroomern reingeraten, weil diese Täter leider sehr gut, Täterinnen sehr gut darin sind, Kinder abhängig zu machen von der Situation und unter Druck zu setzen, sodass sie selber nicht die Kraft finden, aus diesen, nennen wir es, Missbrauchsprozessen herauszukommen. Krass. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte irgendwie gedacht, naja, ich kann schon zur Polizei gehen und das anzeigen, aber da wird wahrscheinlich nicht groß was passieren. Und jetzt erzählst du mir, dass ich so hohe Aussichten habe auf den Erfolg, also darauf, dass der Täter oder die Täterin gefasst wird. Also das finde ich ist echt ein Riesengrund dafür, wirklich was zu unternehmen. Denn damit macht man das Internet ja für alle sicherer. Wow, ich muss sagen, ich habe da echt mega viel mitgenommen. Vielleicht zum Abschluss, Thomas, gibt's was, wo du sagst, das müssen junge Leute auch wissen, wenn wir über Cybergrooming sprechen? Absolut. Ich glaube, Jugendlichen sollten sich oder auch Kinder und Jugendliche sollten sich klar werden, dass im Netz es nicht mehr gilt, ich sehe ein Video oder ich habe mit irgendeinem Videonachricht bekommen und das ist auch diese Person. In Österreich stand vor knapp 2 Jahren, also 1,5 Jahren, ein Täter vor Gericht, der hat sich jetzt über 50-Jähriger konsequent in den sozialen Medien und im Gespräch mit Jungs als 16-jähriges Mädchen ausgegeben und hat es über sogenannte Deepfakes geschafft, dann die Jungen dazu zu bringen, Nacktbilder von sich zu übersenden. Über 600 Jungen. Und die haben gedacht, die reden mit einer 16-Jährigen oder mit einem minderjährigen Mädchen und es war ein über 50-jähriger Mann. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Früher hat man gesagt, mach wenigstens einen Videotalk, lass dir eine Videonachricht senden oder irgendwas in die Richtung. Aber das kannst du heute auch nicht mehr sagen. Videos sind keine Garantie mehr dafür, dass du mit denjenigen auch sprichst oder kommunizierst, der da zu sehen ist. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die wir noch vor 5, 6 Jahren so nicht gehabt hätten und die mir ganz wichtig ist, die wir an Kinder und Jugendliche weitergeben sollten im digitalen Raum, dass diese Videos nicht mehr heißen, das sind authentische Leute. Okay, wir saßen hier gerade mit offenem Mund im Studio und waren einfach nur so krass. Ich glaube, so geht's vielleicht auch euch gerade zu Hause und es gibt noch einiges, worüber man, wenn man dieses Video gesehen hat, nachdenken kann. Ich habe euch auf jeden Fall schon mal wichtige Anlaufstellen unten verlinkt. Das heißt, wenn ihr gerade das Gefühl habt, vielleicht bin ich gerade in so einer Situation, vielleicht erlebe ich gerade Cybergrooming oder habt es schon mal erlebt, dann schaut gerne in die Infobox rein. Normalerweise sage ich am Ende ja immer, wenn dir das Video gefallen hat. Und irgendwie kann ich das hier nicht sagen, weil ich glaube, das ist ein Thema, das kann einem nicht gefallen, sondern das ist ein Thema, das schrecklich ist, das einen aufwühlt. Und deswegen sage ich an dieser Stelle einfach, wenn dir dieses Video irgendwie weitergeholfen hat, dann freuen wir uns über ein Like, über ein Abo oder vielleicht auch deinen wichtigen Kommentar zu diesem Thema.